Können wir unser Krippenspiel nicht in unserer Stadtkirche aufführen, weil gerade umfangreiche Sanierungsmaßnahmen dort durchgeführt werden. Und da wir ja hier so einen schönen Marktplatz haben mit einer tollen Bühne und auch einer fertiggestellten Südspitze, lag ja der Gedanke nahe, das hierher zu verlagern. Und das Wetter für heute ist ja auch ganz angenehm. Wir sind hier versammelt zu diesem Krippenspiel im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn, entwickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lass uns nun nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von dem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder heim, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine ganz einfache Geschichte und für einfache Leute ist sie bestimmt. Ich saß an einem Abend, es war ein Abend wie dieser, am Weg, der nach Bethlehem führt, der kleinen Stadt, 8 Kilometer südlich von Jerusalem. Ihr kennt sie. Zwei Leute kamen, ein Mann und eine Frau. Warum bist du mit ihr unterwegs? Sie kann kaum noch laufen. Die Volkszählung, weißt du nicht? Volkszählung, freilich, aber
Ein Kind ist wichtiger, als dass die Zahl stimmt. Wer ist der Mann? Ein Hirte, ein Schäfer. Verstehst du? Das ist dein stiller Beruf. Ich bin Zimmermann. Ist es Ihr erstes Kind? Ja. Komm, wir müssen weiter. Wo werdet ihr übernachten? Irgendwo. Irgendwo? Auf der Straße ist es kalt. Wir werden sicher ein Zimmer finden. Wenn ihr wüsstet, wie viele Leute hier schon vorbeigekommen sind und das hier ist nur eine Straße. Glaubst du an Gott? An Gott? So eine Frage. An Gott? Freilich. Gott wohnt auch in Bethlehem. Er wird Platz für uns haben. Ehrlich gesagt, ich habe sein Hotel noch nicht gesehen. Vielleicht warst du noch nicht in Bethlehem. Sehr oft war ich dort. Und ich kenne die Leute, habgierig sind sie und hartherzig. Sie werden gleich sehen, dass sie aus euch nichts herausholen können. Wir beide können es euch zeigen, wie es euch ergehen wird. Zeigt es uns. Hallo, ist hier ein Zimmer frei? Bedauere, besetzt. Meine Frau, ihr geht es nicht gut. Gerne, wirklich gerne, mein Lieber. Aber wir haben heute eine geschlossene Gesellschaft. Ist hier ein Zimmer frei? Ein Zimmer? Sie leben wohl auf dem Mond. Es ist genug. Wir stellen keine Ansprüche. Eine Kammer werden wir schon finden. Es könnte ja sein, dass in dieser Nacht das Kind zur Welt kommt. Komm, Josef. Ich meine das Kind. Wir brauchen ja ein Quartier. Wenn ihr kein Zimmer findet, gleich am Anfang der Stadt ist ein Stall. Die Tiere sind auf den Feldern. Es ist frisches Heu im Stall. Danke, danke. Die Tür ist offen. Am gleichen Abend war das Getrampel hastiger Schritte zu hören. Es waren drei Hirten und sie waren ganz aufgeregt. Was habt ihr hier zu suchen? Wie konntet ihr die Herde ohne Aufsicht lassen? Die Kleinen sollten da bleiben, aber sie wollten nicht. Und was habt ihr hier zu suchen? Sei nicht böse, bitte, als du nicht da warst. Halt den Mund, ich erzähle. Als du nicht da warst? Das habe ich ja schon gesagt. Engel kamen. Engel? Ja, Gott mir Höhe und Frieden. Der Kleine bringt alles durcheinander. Und die Schafe hatten ganz leuchtende Augen. Was haben denn die Schafe mit den Engeln zu tun? Und die Tür auch. Er sei Gott in der Höhe. Stopp! Erzählt der Reihe nach. Als du nicht da warst und der Abend hereinbrach, haben wir uns dicht ans Feuer gelegt. Ich bin eingeschlafen. Ich auch. Und ich auch. Ich habe geträumt. Ich auch. Ja, ich auch. Aber einmal wurde ich ganz wach. Nicht von der Kälte, wie so oft schon, sondern weil es so hell war. Ich wollte die Kleinen wecken, aber sie waren schon wach. Sie knieten und da kniete ich neben sie. Wie sahen sie aus? Ganz hell und voller Licht. Und sie hoben die Arme und sagten: Fürchtet euch nicht! Ja, das sagten sie. Fürchtet euch nicht. Wir bringen euch große Furcht. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und dies habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und es wurden immer mehr Engel, immer mehr, und sie sagten: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Friede auf Erden? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und den Menschen ein Wohlgefallen. Habt ihr beide nicht nur geträumt? Nein, wir waren ganz wach. Wir sind aufgestanden und hierher gelaufen. Was wollt ihr hier? Wir wollen nach Bethlehem. Dort sollen wir das Kind finden. Das haben die Engel gesagt. Dürfen wir jetzt gehen? Ja, geht. Kommst du mit? Nein, ich glaube, dort ist es zu hell für mich. Renn nicht wieder so. Wo soll das Kind sein? In einer Krippe, in einem Stall. Na
reicht in unseren Stall. Eine Stunde vergangen, vielleicht nur eine Minute. An jenem Abend hatte die Zeit ihre Grenzen verloren. Da näherten sich wieder Schritte. Wohin führt dieser Weg? Nach Bethlehem. Bethlehem, das war der Name. Aber ich kann den Stern nicht sehen. Da sind viele Sterne. Da und da und da ist noch einer. Ich suche unseren Stern. Er hat uns aus dem Morgenland hierher geführt. Aus dem Morgenland? Und was sucht ihr dann hier? Wir suchen das Kind, das Königliche. Müsstet ihr da nicht eher in Jerusalem suchen? Wir kommen von Jerusalem. Wir kommen von Herodes. Wir fanden nicht das Kind, das wir suchten. Der Stern, verstehst du? Der Stern war nicht in Jerusalem. Das Kind und der Stern gehören zusammen. Das verstehe ich nicht. An jedem von uns, es sind seither einige Wochen vergangen, erschien dieser Stern. Unser Stern. Wohin will er euch führen? Zum Kind, das die Welt erlösen wird. Die Mächtigen und Ohnmächtigen. Wir trafen uns und zogen miteinander. Der Stern leuchtete freundlich. Schließlich kamen wir nach Jerusalem. Dort standen wir vor Herodes und fragten ihn nach dem Kind. Ihr müsst euch irren. Hier im Palast ist kein Kind geboren. Das wüsste ich. Er beriet mit seinen Leuten. Dann sagte ein Schriftgelehrter: Wenn ich so recht nachdenke, in unseren alten Schriften ist davon berichtet, dass uns ein ewiger Herrscher geboren wird. Aber nicht hier, sondern in Bethlehem, in der Stadt Davids. Geht dahin und sucht dort nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, dann berichtet mir davon,
dann werden auch wir es entsprechend ehren. Als wir das Haus des Herodes verließen, war der Stern wieder zu sehen. Er brachte uns hierher. Und nun stehen wir vor dem Ort, den Herodes uns nannte. Wie heißt er? Bethlehem. Was bedeutet dieser Name? Haus des Brotes. Ein seltsamer Name. Haus des Brotes. Da drüben, ganz nah. Das ist unser Stern. Er liegt beinahe auf der Erde. Kommt. Ist denn ein königliches Haus in Bethlehem? Nein, wundert euch nicht. Ich hörte, das Kind ist in einem Stall. Vielleicht wäre hier meine Geschichte zu Ende. Aber da kamen vier den Weg entlang. Ganz hell waren sie. Haben wir einen Augenblick Zeit? Es ist nicht mehr weit zum Stall. Ich denke, wir haben alle beieinander, die wir rufen sollten. Meinst du? Auf jeden Fall sind meine drei Könige da. Du hättest dabei sein sollen auf dem Feld. Die Hirten schliefen. Vom Licht wurden sie wach. Der Kleine zuerst. Er sah mich mit seinen großen Augen an. Wir sangen. Ich hatte das Licht und sprach, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und dies habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Was sagten die Hirten? Nichts. Sie hörten den Lobgesang. Sie standen auf und liefen auf Bethlehem zu. So einfach hatte ich es nicht. Ich bin seit Wochen unterwegs. Es war schwer genug, die drei zusammenzubekommen. Könige sind gewöhnt, eigene Wege zu gehen. Aber ich habe es geschafft. Als ich sie glücklich in Jerusalem hatte, sind sie in das königliche Schloss gelaufen. Dort hat es große Aufregung gegeben. Dabei hätten sie sich nur an mich zu halten brauchen. Ja, ja, aber sie sind da. Nun geht es gut. Das war meine Geschichte. Was für ein aufregender Tag. Hier ist tatsächlich Gott in einem kleinen Kind zur Welt gekommen. Und alle sind dabei. Die Engel vom Himmel kamen, um zu singen. Die drei Könige sind hier an der Krippe. Aber auch die armen Hirten sind herbeigeeilt. Und noch viele andere Leute. Alle sind sie da, um das Kind anzubeten. Ich bin froh, dass ich auch hier bin. Was für ein Fest voller Freude!
Unser Gott, wir danken dir für das Geschenk der Heiligen Nacht. Danke, dass du in Jesus Christus zur Welt gekommen bist. Danke, dass du uns teilhaben lässt an deiner Güte, die allen Menschen gilt. Wir bitten dich für alle, die heute Not leiden, denen Freude versagt ist. Wir bitten dich für die Hungernden, für die Verfolgten und Gedemütigten. Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden, für die Einsamen und Verlassenen. Sende ihnen Menschen, die ihre Bedürftigkeit erkennen, dass deine schützenden Engel um sie sein. Und schenke uns offene Augen und Ohren für die Nöte unserer Mitmenschen. Gemeinsam sprechen wir nun das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Come down to the manger, see the little stranger wrapped in swaddling, oh, the Prince of Peace. The wheels start turning, torches start burning, and the whole wise men journey from the east. How a little baby boy bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. A shepherd on the hillside, where over my flock I abide. On a cold winter night, a band of angels sing. In a dream I heard a voice say, fear not, come rejoice. It's the end of the beginning, praise a newborn king. I will bring the people so much joy. Son of a carpenter, Mary carried the light. This must be Christmas, must be tonight. Saw it with my own eyes, written up in the sky. The wise simple herdsman such as I. And then it came to pass, he was born at last, right below the star that shines on high.